So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, wenn Google mich anschreibt, dann kann ich eigentlich nie Nein sagen, denn ich liebe Google-Produkte. Deswegen werden wir heute mal wieder ein Google-Produkt testen und ich bin sehr gespannt, was sie mir zugeschickt haben. Ich habe absolut keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nur, dass die Box sehr klein ist und ich kann es mir denken, und davor steht schon im Titel und im Thumbnail, aber ich weiß es noch nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Unboxing-Tisch und packen die Dinger mal aus. Ich würde sagen, los geht's und viel Spaß mit dem Video. So, da wir eben schon ein Whirlpool-Video gedreht haben mit dem lieben Nico, ist er auch wieder diesmal mit am Start. Und das ist die Verpackung, Freunde. Da habe ich ein kleines Loch reingeschnitten. Wundert euch nicht, das war die Adresse. Das müssen wir natürlich erstmal wegmachen. Und ja, weißt du noch, wo mein Messer ist? Oben. Okay. Du hast echt keinen Blick dafür. Ach so, oben. Okay, Leute, ich würde sagen, pack mal das Ding aus. So, die Verpackung aus, ganz normaler Google-Verpackung. Ist mal dein Nachname erstmal schon geleakt? Wie mein Nachname? Wo ist mein Nachname? Santos Silva? Ja, wer weiß, dass ich Santos Silva heiße? Kein Mensch heiße, oder? Du weißt es? Okay. Den juckt wie Scheiße. Ja! Ja, sind sie. What is this? Ist ja noch kleiner, wie ich gedacht habe. Das sind die neuen Pixel Buds von Google. Nice. Da brauche ich auch welche. Aber die habe ich erfolgreich mal wieder kaputt gemacht. Gibt es eigentlich irgendwas, Nico, was ich nicht kaputt mache? Nach einer Woche? Nee. Nee. Ohne Scheiß, ich mache alle Produkte mache ich kaputt. Das ist nicht mehr normal. So sieht die Verpackung aus, Leute. Da vorne die Google Pixel Buds. Auf der hinteren Seite eine Frau, Google. Und da sieht man schon das Case, wo die Dinge drin sind oder geladen werden. So, Freunde, kommt ein bisschen näher und dann können wir uns zusammen das Ganze hier auspacken. Wow, ich liebe neue Verpackungen ausmachen. 5 Jahre später. Da schaut! Also heute läuft wirklich alles schief. Ohne Witz. Wie ihr seht, ist einfach nichts drin. Ist einfach nichts in der Verpackung, Freunde. Doch, tatsächlich, da ist es. Boah, das ist ja kleiner wie gedacht, ne? Es wird immer kleiner. Haben wir neue Verpackung? Okay. Das sind für die Ohren. Je nachdem, was für große Ohren ihr habt oder kleine Ohrchen, dann könnt ihr das hier tauschen. Was haben wir noch drin in der Verpackung? Ein Kabel. USB auf USB-C. Und dann haben wir hier noch irgendwas anderes. Zack. Bedienungsanleitung mit so einer Folie. Werde ich vermutlich niemals gebrauchen. Ah, hier steht einmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier Touch. Funktion an der Seite, das hat bei den anderen Pixels auch. Sehr schön. Gucken wir uns mal das Ganze nochmal genauer an. Bin mal gespannt. Wow! Das sieht schon stylisch aus. Es gibt ja viele AirPods-Nachahmer und ich finde, dass Google in einen komplett anderen Weg reingeht, ne? Wie die meisten. Die meisten haben hier so eine Art Antenne, die rausgeht aus dem Ohr. Bei Google ist das so, dass die eher ründlich sind und ich tue das zum ersten Mal rein. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Und so sieht das aus. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Wie gesagt, es ist ein ganz anderes Designelement wie bei Apple. Finde ich irgendwie viel, viel besser. Fühlt sich auf jeden Fall angenehm zu tragen. Ich bin sowieso kein Apple-Fan so. Ich bin eher so, ja, alles, was so Google hat. Und die Form von AirPods gefällt mir einfach nicht, wenn sie so runterhängt. Ich finde diese Form viel, viel cooler. Das Einzige, was ich jetzt blöd finde bei dem Case hier ist, oh, warte mal, das hier, den ich nicht hinstellen könnt. Aber das schließt sich. Aber es geht automatisch zu. Das heißt, wenn ihr nicht keinen Bock habt zuzumachen, das geht automatisch zu. Ihr könnt das nicht hinstellen. Steckt die mal selber in dein Öhrchen rein. Ja. Hattest du schon mal vom Apple die AirPods? Ja. Und? Wie fandest du die? Die liegen halt mehr so, die liegen da drinne, die sitzen halt. Okay, ich verstehe kein Wort, was du sagst, aber klingt interessant. Passt das in jedem Ohr? Guck mal, das ist das kleinere Ohr, ne? Das Kinderohren. Was denkst du? Ist chillig. Ja? Wackel mal ganz stark mit deinem Kopf. Hey. Die fallen nicht, die alten. Sehr gut. Ja. Also ich habe das Ding aufgemacht und schon hat mein Google Pixel 4 direkt erkannt, dass ich Kopfhörer in Benutzung habe. Und wie ihr seht, ich muss eigentlich nur draufklicken und dann wird es schon gekoppelt anscheinend. Verbindung wird hergestellt. Sehr schön. Mal gucken, ob das auch so reibungslos funktioniert. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, der hat es sofort erkannt. Tippen und einrichten. Oh ja, das hat er direkt erkannt. Sehr, sehr schön. 94% geladen ist, sind die Pixel Buds und 98% geladen ist zum Beispiel dieses Case. Das ist auch ein Ladecase, genau. Pixel Buds einrichten. So, jetzt einrichten, okay? Bam. Ich stimme zu. In-Ear-Kopfhörer ausprobieren. Okay, ach, das muss man so reindrehen, okay? Lass mal kurz testen, was ich da mache. Ah, okay. So, reinstecken und dann reindrehen ins Ohr. Ach, krass. Okay, das fühlt sich deutlich fester an. Also, oh, es klingelt auch schon. Ich höre schon was. Es macht Musik. Das ist echt ein Unterschied, ob du so reindrehst oder nicht reindrehst. Also, wenn du nur reinsteckst, dann funktioniert das nicht. So ist es viel. Also, es fühlt sich viel fester an im Ohr. Ideale Größe finden. Wie findet man die ideale Größe? Wir haben ja hier diese Nupsis hier. Da sind ja schon die mittleren drin. Ich glaube, ich M. Ich glaube, ich lasse sie auch erstmal drin. Auf einem, der in ihr Kopfhörer vorwärts wischen. Okay, das hier. Ah, lauter machen. Okay, das funktioniert. Wie ihr seht, es geht dann hoch.
Okay, perfekt. Zum nächsten Titel springen, anrufen, benden oder ablehnen. Doppelklick. Doppeltippe, doppelt auf ein I. Okay, Achtung. Also das Titel überspringen. Das hat direkt funktioniert. Tippe dreimal auf einen der In-Ear-Kopfhörer, um vorherige Titel abzuspielen. 1, 2, 3. Okay. Einfach aufbewahren, aufladen. Du kannst deine In-Ear-Kopfhörer sicher im Case aufbewahren und mitnehmen. Okay, das funktioniert sehr gut. Laden kann man das hier einfach an euren Smartphone-Netzteil. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es USB normal ist, anstatt USB-C, weil die Ladestecker von meinem Google Pixel 4 ist zum Beispiel einfach nur USB-C. Das heißt, das hier kann ich gar nicht benutzen. Oder ihr benutzt einfach das Kabel nicht und benutzt einfach das Kabel von eurem Pixel direkt. Das macht mehr Sinn. Wisch auf den Bildschirm, um weitere Merkmale deiner In-Ear-Kopfhörer kennenzulernen. Tragerkennung, bequem und sicher. Der Stabilisierungsbogen sorgt für einen guten Halt der Kopfhörer. Okay. Was ist das? Multi-Touch-Oberfläche. Okay. Wenn du die In-Ear-Kopfhörer abnimmst, wird die Audio-Wiedergabe pausiert, damit du nichts verpasst. Okay, der hat hier vorne so einen kleinen Sensor. Und sobald dieser Sensor quasi ausschlägt, dann unterbricht er automatisch die Wiedergabe. Damit wir nichts mehr verpasst. Okay, sehr schön. Weiter. Hilfe vom Google Assistant halten. Okay, weiter. Das testen wir gerne mal aus. Deine Kopfhörer mit der Spracheingabe optimal nutzen. Mit Voice Match auf Assistant zugreifen. Das heißt, einmal tippen und gedrückt halten. Okay, Google, ich habe Hunger. Gib mir einen Fastfood-Laden. Okay. Der hört auf, weil das ja nicht in deinem Ohr ist. Ja genau, das ist nicht in meinen Ohren, dann hört das auf. Also es funktioniert tatsächlich gut. Also man kann die Pixelbuds auf eine kabellose Ladestation drauflegen und dann laden sie. Ach tatsächlich? Einfach so hinlegen? Genau. Und dann geht das? Also aber nur so. Ich kann das nicht so benutzen, oder? Nee. Okay, ja. Das heißt, das Ding hat auch so eine NFC-Ladestation. Das heißt, könnt ihr ganz normal so einfach hinlegen und dann lädt das Ganze. Ihr müsst es nicht mal hier anschließen. Schon mal nice. Was gibt's denn noch? Genau. Wir haben sie ein bisschen eben schlau gemacht. Übrigens, der Preis von den Dingen ist 193 Euro. Kostenloser Versand, sehr gut, könnt ihr direkt bei Google kaufen. Technische Daten, was gibt's noch? Du hast es schon alles ein bisschen durchgelesen? Genau, die Kopfhörer halten bis zu 5 Stunden lang, wenn man sie im Ohr hat. Und mit dem Ladecase bis zu 24 Stunden. Das heißt, man kann sie immer wieder nachladen. Genau, richtig. Also wenn sie leer ist, reintun, wenn sie voll sind, wieder raustun und dann wieder Musik hören. Okay. Man kann so ein Find My Buds machen. Also wenn sie irgendwo rumliegen, dass man die dann findet, wenn man die verloren hat. Okay. Genau. Also die Kopfhörer gibt es leider nicht in verschiedene Farben. Es gibt nur ein Cleary White, so nennt sich das. Und sonst dann was aus alles, ne? Also die ganzen Sachen, die wir getestet haben, gibt es sonst nichts. An sich muss das jetzt eigentlich jeder für sich selber entscheiden, ob er diese runde Form besser findet oder nicht. Oder eher zu AirPods greift. Ich persönlich finde diese runden viel, viel besser. Wie gesagt, es ist auch außerdem Google. Ich feiere Google viel, viel mehr wie Apple. Das ist einfach so. Ich war schon immer so. Ich werde das Ding jetzt eine Zeit lang testen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich so im Alltag machen. Und gerade beim Sport, sobald die neue Clan-Wohnung fertig ist, wird dann wieder Sport gemacht. Und dann werde ich die auf jeden Fall benutzen. Und dann werde ich mal gucken, wie sie so machen im Alltag. Und gerade beim Sport ist es sehr interessant. So, wer sagt, man kann hier den Gerät suchen, falls mal wieder verloren hat. Wo steht das denn? Gerät suchen. Wo steht das? Genau. Gerät suchen. Warte, genau. Nicht. Zack. Ah, was? Man kann links klingeln lassen, rechts klingeln lassen. Warte, ich höre was. Alter, das ist leise. Ich höre das kaum. Das soll klingeln sein? Was? Warte mal, das wird lauter. Ah! Also man hört das sehr, sehr leise. Aber die werden lauter. Aber die werden dann immer lauter, aber es ist trotzdem noch mal sehr leise. Aber ich denke mal, wenn du so vielleicht in irgendeiner Tasche oder so hast oder irgendeinen Raub, das hört man schon deutlich. Das ist schon deutlich. Ich hätte gedacht, dass es, es nicht wirklich hört, aber es tatsächlich reicht vollkommen aus, um die Dinger zu suchen und zu finden. So Leute, was wir noch nicht getestet haben, und zwar ist natürlich der Sound. Wie klingt das Ganze? Jetzt drehe ich das mal rein. Zack. Oh, das ist schon geil, wenn man so reindreht. Dann merkt man schon, dass die ziemlich fest sind. Das gefällt mir. So, yes. Ja, eigentlich müsst ihr jetzt merken, dass wir drin sind. Und jetzt mache ich mal einfach YouTube-Musik an. Boah, Alter, ich hab mich gerade auf. Die sind ganz schön Bass. Guten Bass hat es. Ich höre auf jeden Fall gar nichts mehr. Ja, du schreist auch rum. Oh, wie findest du, klingen die? Haha, die stoppen. Die sind gut. Die haben einen guten Bass, finde ich. Also ich hätte nicht gedacht, aber dadurch, dass sie so groß sind, können die auch größere Lautsprecher da reinbauen. Und der Bass ist wirklich ordentlich. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht kann man das Ganze... Ich bin ja ein bisschen taub. Ich würde mir wünschen, wenn die noch ein bisschen lauter wären, aber es passt. Auf den rechten Ohren bin ich ein bisschen taub. Gefühlt ist da irgendwie nur 70%
79% höher Stärke. So Leute, das war das kleine Review zu den Pixel Buds. Also mir persönlich gefallen sie auf jeden Fall sehr und sind wirklich sehr cool. Gefällt mir, die werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich habe davor, wie gesagt, auch die anderen Pixel Buds benutzt und die war ich sehr zufrieden, bis ich die kaputt gemacht habe. Mal wieder. Und wie gesagt, ich werde die auf jeden Fall testen und dann werde ich euch auf Instagram weiterhin darüber berichten, ob die geil sind oder nicht. Einfach gerne unten in der Videobeschreibung einfach mal draufklicken und einfach mal zu meinem Instagram und dort ein Abo lassen, damit ich endlich mal die 100.000 knacke zum 5. Mal. Okay Leute, auf diese Seite kommt zu weiteren lustigen Videos bei mir auf dem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, auf denen ich vertreten bin. Und direkt hinter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!